Hey, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video zeige ich euch Fortbyte Nummer 94, zugänglich nach Zerschlagen eines blauen Kanus unter einem gefrorenen See mit der Scharlachsichelspitzhacke. Sehr langer Beschreibungstext. Das ist diese Scharlachsichelspitzhacke, die bekommt ihr, wenn ihr bei diesem Demi-Skin ein paar Fortbytes einsammelt. Ich weiß gerade nicht, wie viele, weil es mir nicht angezeigt wird, aber ihr müsst auf jeden Fall bei diesem Demi-Skin die Stil-Herausforderung machen. Und ja, jetzt zeige ich euch, wo das ist. Und ja, ich glaube, den gefrorenen See kennt fast jeder. Damit ist das alte Greasy Groove gemeint. Planquadrat C7, falls ihr noch nicht wisst, wo es ist. Befindet sich überhalb von Polar Peak. Ist leider seit Season 7 eingefroren. Ich hoffe, dass es in der nächsten Season wieder auftaucht. Und ihr seht doch, by the way, oben schon den Countdown. Nächste Woche Samstag um 20 Uhr wird es das Live-Event geben, der große Kampf zwischen dem Roboter und dem Kettes-Monster. Werde ich live streamen und ja, dieses blaue Kanu befindet sich hier bei diesem einzigen nicht komplett eingefrorenen Haus. Hier unten und ja, da müsst ihr euch einfach reinbauen. Und hier sind dann die Kanus, müsst ihr dann einmal abbauen. Ne, das hier. Und dann schaltet der Fortbyte frei. Es sah jetzt so aus, als wäre es bei jedem da. Weil er hat ja gerade auch abgebaut. Das heißt, es ist einer der wenigen Gegenstände in Fortnite, die man mehrfach zerstören kann. Die jeder Spieler einzeln zerstören kann. Und ja, finde ich ganz nice von Fortnite, dass es nicht so verbuggt ist. Wie zum Beispiel bei der Gummiente oder so. Aber ja, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, lasst gerne mal ein Like da. Ein Abo, wenn ihr keine weiteren Fortbyte-Videos verpassen wollt. Es sind nur noch 5 weitere Fortbytes oder so. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute, ciao.